Uiuiui, da ist er. Hallo? Mr. Greg? Ich habe einen Brief für dich. Es ist irgendwie wichtig. Hm. Aufwachen. Meinst du, er ist tot? Wie? Ach, hat auch einen Namen. Vielleicht sollten wir ihn zur Probe mal mit einem Stückchen anpieksen. Das ist eine gute Idee. Guten Tag, ihr Leute. Wir spielen Mealtime. Und wir müssen zu Irene. Ich weiß nicht, wo die steht. Doch irgendwo oben drauf. Pass auf, ich schupfe auf den Pilz. Komm her. Das war nicht mehr mein Plan. Ah doch, egal. Hat funktioniert. So, Irene steht auf einem Stein. So, hier ungefähr. Guti, guti, guti. Dann haben wir hier. Hallo, Irene. Lene. Tada! Was ist das? Ein Meisterwerk von Cass. Ich nehme an, in diesem Fall entspricht das deinen Standards? Besser, als ich zu hoffen wagte. Ihr hast, soll das Mumpf zum Teammaskottchen befördern. Er hat es wirklich geschafft, die Stimmung zu heben. Oh, ich wusste, dass die beiden miteinander auskommen. Ich hätte sie zusammenarbeiten lassen sollen. Ich hatte Sorge, dass Mumpf Cass ablenken würde. Vielleicht ist nicht jeder so selbstständig wie ich. Mit solchen Freunden muss man sich nicht auf sich selbst verlassen. Sie wollen diese Arbeit genauso dringend erledigen wie du. Auch wenn sie sich beim Vorgehen nicht so sicher waren wie du. Übrigens, all diese sehr nicht geheimen Informationen, wofür soll das gut sein? Du haftest nicht, wenn du dir das nicht bewusst bist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gesetz so funktioniert. Das ist okay. Ich vermeide die Zusammenarbeit mit dem Gesetz. Moment mal, was? Wie verbindlich ist dein Verhältnis zum Gesetz? Ich genehmige mir immer ein Schlückchen von Janet's Drink, wenn ich ihr einen holen soll. Oh ja, du bist ein echter Halunke. Wie denkst du über Verbrechen in Beziehung auf Postangelegenheiten? Die schlimmste Sorte. Schlimmer als einen Schluck zu stehlen? Ja, wahrscheinlich. Schlimmer als gierig zu sein? Ist es gierig, einen Schluck zu klauen? Vielleicht ein bisschen unhygienisch. Ja, okay, wenn man aus der Flasche nuckelt, ja. Aber es geht ums Überleben. Ja, Gier ist dann wohl schlimmer. Wovon reden wir nochmal? Mumpf, Katz und ich haben einen Brief an den Kater Kiki geschrieben. Er ist ein sehr gieriger Kater. Und wir dachten, wir sollten seinen Geldbeutel mal etwas erleichtern. Oh, so wie klauen? Psst, psst. Sagen wir mal, wir nehmen ein Schlückchen aus seiner Brieftasche. Wir brauchen das zum Überleben und er hat immer noch einen ganzen Becher. Und er hat auch andere Leute dazu gebracht, ihm Drinks zu holen. Er hat es nicht selbst gemacht. Wenn du einfach schnell diesen Brief an Kiki, den Kater, liefern würdest, das wäre großartig. Ja, da bin ich dran, Boss. Aber das kriegen wir locker hin. Ich will dann zum Thema hier, das kommen wir hier heute noch zum Ende. Mal gucken. Dringende Lieferung für Herrn Kater. Von der Bank von, die Bank von Grummelwald. Grummelbank? Gib das her. Bla 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 bla. Einzahlung wartet auf mich. Hast du einen Stift für mich, Junge? Ich bin eigentlich ein Mails... Wie auch immer. Hast du einen Stift oder nicht? Ich denke nicht. Doch, hast du. Sicher. Lass mich sicherheitshalber nachschauen. Siehe da, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Ein Stift mit Tinte. Gib das her. Name, Banklerzahl, check. Kartenablaufdatum, check. Mädchenname der Mutter, erster Kosename. Okay, das sollte es sein. Sorg dafür, dass das sicher zur Bank zurückkommt. Es ist eine wichtige Einzahlung. Für mich hat eine Einzahlung immer höchste Priorität. Ja, ja, mache ich. Kann ich meinen Stift wieder haben? Ich habe nie gesagt, wie lange ich es ausleihen würde. Erste Geschäftsregel, immer das Kleingedruckte lesen. Aber du hast es laut gesagt. Da war nichts Kleingedrucktes. Ja, also in diesem Fall, wer es findet, dem gehört's. Und ich habe gerade diesen Stift in meiner Hand gefunden. Trotzdem von Janet geklaut. Ich werde das sofort zur Bank zurückbringen. Besser ist das. Kein Rumtrödeln. Gib Gas. So. Guck mal hier. Abzeichen Verbrechensbekämpfung. Wir haben dem jetzt also... Lass mich mal... Warte. Ah, du bist's. Hast du irgendwelche Neuigkeiten von der Bank? Noch nicht. Ich liefere immer noch dieses Formular, das du ausgefüllt hast. Mann, warum dauert denn das so lang? Mein Geld sollte deine Priorität Nummer 1 sein. Oh, glaub mir. Ist es. Renn einfach zurück zu... Na, wie auch immer die Bank heißt. Wenn ich es mir recht überlege. Irgendwie verdächtig, dass ich noch nie davon gehört habe. Wie heißt die Bank nochmal? Die Bank von Grummelwald? Nie gehört. Das muss bedeuten, dass es wirklich elitär ist.
Ja, auf gewisse Weise, ja. Nun, du rennst besser im Eiltempo zurück und holst mir meine Kohle. Ja, klar. Wie du willst. Okay. Wir haben das jetzt zumindest erledigt. Sehr gut. Was der Groll gerade gemacht hat, ist einen Scheck auszustellen für andere. Na gut. Also. Hüpf. Mal darüber. Geht nicht. Geht nicht. Geht doch. So. Dann darüber. Dann wieder zur Ilse Bilse. Ja, das ist die Irene. Welch Schandtat auch immer du diesem Kater antust, er verdient Schlimmeres. Aber definitiv, der hat meinen Kugelschreiber geklaut. Keine Sorge, wir greifen da an, wo es weh tut. Nichts schätzt er mehr als sein großes Ego und sein großes Kapital. Ich finde, du solltest ihn das nächste Mal einfach schlagen. Mit einem Kick wäre ich auch zufrieden. Ja, aber du hast ihn dazu gebracht zu unterschreiben, ja? Ich brauchte keine große Überzeugungsarbeit leisten. Er roch das Geld und hat danach einfach abgeschaltet. Nicht, dass er es vorher gehört hätte. Ich bin dir mächtig was schuldig. Zufällig bin ich kürzlich zu Wohlstand gekommen. Also lass mich wissen, wenn du etwas brauchen solltest. Ach, keine Sorge, wir Mailscouts werden angemessen mit Freundschaft entlohnt. Und geheime Mission natürlich. Apropos Einsatz. Ich schätze, damit ist die Mission offiziell abgeschlossen. Cool, ich habe noch nie zuvor eine Mission abgeschlossen. Doch! Mehrere. Naja, keine Mission, Aufträge halt. Egal. Wir sollten die gute Kunde überbringen. Könntest du diesen Brief bitte an Cass zustellen? Ich denke, dass ich einfach selber mit Mumpf reden sollte. Ich möchte einfach nur wieder sein Freund sein. Keine Arbeit mehr. Ich bin sicher, dass er dich gerne sehen würde und alles über deinen, unseren Einsatz. Also ich werde mal bei Cass vorbeischauen. Viel Glück und hab Spaß. Danke. Gibt's ja doch wieder mehr Arbeit. Also, ich muss jetzt aber auch wieder zu ihm da hoch irgendwie. Es grenzt hier richtig an Arbeit, hier dieses Spiel. Also, wie kam ich da? Da. Da drauf. Hüpf. Da drauf. Da drauf. So, hier weiter hochgehen. Ach, ja, stimmt. Und dann dieses blöde Wippendingens da. Oh Mann, wie ich das gar nicht mag. Da drüben sind halt noch Sachen, aber wie komme ich denn da hin? Weiß ich nicht. Pass auf. Okay, hat irgendwie geklappt. Keine Ahnung. So. Was geht ab? Wasserfarbe. Werden dir jemals die Eröffnungssätze ausgehen? Ja, kann sein. Keine Versprechungen. Was hast du so gemacht? Du zuerst. Halt, wie du sagst, Boss. War am Jammen und Picken. Etwas Holz mit meinem Kopf bearbeitet. Ich stehe wirklich auf Holz, wie das von Bäumen. Ach so, das ist ein Specht. Jetzt habe ich's geschnallt. Ja, sorry. Wie findest du Holz? Dick. Wie ihn. Ich mag das. Grundsätzlich liebe ich es, auf Holz herumzupicken. Wie Holz mit meinem Schnabel zu bearbeiten. Gesicht voraus. Wovon reden wir nochmal? Ein Brief. Ja, tada, hier ist es. Von Annie. Du hast tatsächlich die malerische Route genommen, hm? Gut, lass mal sehen. Egbert mag Holzschnitzereien? Ja, sag's nochmal lauter für die Viecher da hinten. Ja, sorry. Aber das ist verrückt. Steht er auch auf Holz? Episch. Oh, Scout, halte durch. Was? Ich habe gerade einen Power-Gedanken. Ich weiß genau das Richtige für Holzschnitzereien. Es gibt einen Apfelbaum. Er hat das beste Holz. Schau mal, ob du dir ein paar Stückchen aus der Nähe schnappen und hierher bringen kannst. Ein paar Stückchen reicht auch einer, den ich zufällig im Inventar habe. Und der da drüben auch noch liegt. Scout, da bist du ja. Ich bin's. Oh, du bist es. Ja, ja. Und dazu kommt noch, ich hab die Ware. Oder sollte ich sagen, Wald. Wow. Siehst du, ich kann sagen, dass es witzig ist. Aber irgendwie ist mir gar nicht zum Lachen zumute. Oh. Es können nicht immer geistreiche Kommentare sein, Kumpel. So läuft das eben manchmal. Ja, nehme ich an. Egal, hier ist es. Schauen wir uns dieses winzige Stückchen Holz nochmal genau an. Weich genug zum Schnitzen, schwierig genug, sich keine kleine Details zu merken, sorry. Eine gleichmäßige Holzmaserung, jetzt aber. Yep, das hier ist ein erstklassiger Klotz. Echt? Yep. Egbert wird drauf abfahren, wie er noch nie auf etwas abgefahren ist. Ich bringe ihm das wohl besser schnell. Zeit, Gas zu geben. Ich habe keine Pedale, auch keine Gaspedale. Naja, dann muss die Lieferung dieses Holzstücks reichen. Viel Glück, kleiner Freund. So. Hast du noch was? Hi, Clarence. Ja, ja, da ist er wieder. Wie fand Egbert das Holz? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ja, ja, ich mache ja nur. Ja, 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 ja. Was labert ihr so lange? Junge, hopp echt jetzt. Ich muss doch da runter.
Egbert, ich komme von oben. Plupp. Hast du Nachricht von Annie? Was hat er gesagt? Hat sie verraten, was sie wollte? Ich hoffe, ich war nicht zu deutlich. Meinst du nicht, dass ich Annie über etwas Handgemachtes freuen würde? Ein Liebesdienst, wenn du so willst. Ach du lieber Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Oh nein, willst du mich für faul halten, wenn ich ihr einfach etwas kaufe? Ich denke, dass sie überhaupt nichts dagegen hat. Sie ist wundervoll. Ist sie nicht, gell? Ich kann mich glücklich schätzen, dass sie so lange mit mir ausgehalten hat. Weißt du, auf dem Rückweg habe ich einen Spaziergang durch den Wald gemacht und fand dieses wunderschöne Stück Holz. Clemens hat gesagt, dass es perfekt für die Holzschnitzerei wäre. Ha, sicher, was weiß Clemens schon übers Holzschnitzen? Sie ist eigentlich ziemlich begeisterte Holzhandwerkerin. Das entscheide ich, gib her. Weich und geschmeidig genug zum Schnitzen, schwierig genug, sich kleine Details zu merken, feine und gleichmäßige Holzmaserung. Was ist großartig. Clemens kennt sich wirklich mit Holz aus, hm? Aber es ist so hübsch. Ich weiß nicht, ob meine alten Hände nicht irgendeinen Schaden anrichten würden. Meinst du, das ist ein gutes Geschenk zum Jahrestag? Ich finde, du hast ein wunderbares Jahrestagsgeschenk draus gemacht. Unabhängig von handwerklichem Geschick oder Technik, deine Fürsorge wird immer spürbar sein. Jetzt weiß ich, was ich Annie machen werde. Danke für deine Hilfe, Peter. Bevor ich dich damit allein lasse, weißt du vielleicht, wo ich Greg finden könnte? Greg? Das ist aber ein Name, der heutzutage recht selten ist. Ein wahrer Oldtimer des Waldes. Ich habe den alten Faulpelz eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Aber er bleibt normalerweise oben auf dem Kamm und kommt nicht runter ins Tal. Mein Vorschlag wäre, Jim zu suchen. Er kann dir die richtige Richtung zeigen. Jim ist ein eigenartiger Kerl. Ich sehe ihn auch nicht oft. Manchmal hört man seine Musik am Wasserfall. Er bleibt dort oben am Teich, ganz allein. Ich werde mir das mal ansehen. Danke für die Hilfe. So, haben wir's. Ihr Leute, wir haben noch einen Brief. Moment, wie komme ich denn jetzt am besten darunter? Also, ich muss wieder darüber. Kann ich da nicht wieder... Ja, Moment, da hupfen wir wieder hoch. Ne? Nicht so, das wird nichts. Sondern so. Und so. Und so. So. Darüber muss ich hupfen. So, pass auf. So. Also, was wir jetzt machen ist, hoppala, wir versuchen da hochzuklettern, ohne runterzufallen. Nicht so einfach. So. Also. Funktioniert das so? Ich glaube schon, oder? Ein bisschen von da oben darüber. Wir müssen darüber fliegen müssen wir. Genau, jetzt hat er. Hab's. So, komm her. Jetzt gut zielen. Schön langsam, Jacqueline. Schön langsam. Hoch und Abflug. So. Also, wir müssen da hoch. Hupf, hupf. Ah, das geht gar nicht. Mann, wie bin ich denn da hochgekommen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann jetzt da unten das da holen, was auch immer das da ist. Haha, ein Kronkorken. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll, mit Kronkorken. Zeig ich mal kurz her, was man mit Kronkorken machen soll. Hallo? Ja, dann halt. Für, keine Ahnung. Aha. Noch ein Kronkorken. Ich habe keine Ahnung, wer Kronkorken sammelt. So. Da drüben gibt's auch noch was. Na. Ja, ja, komm her. Hüpf da. So. Ich könnte also auf den Brunnen und vom Brunnen darüber, oder? Ich glaube, das war der Trick dabei. So, probieren wir es mal. Also. Der Brunnen ist da drüben. Und dann aufs Dach. Vom Brunnen. So geht das. Siehste. Jetzt hat. Hui! So. Ja, ja, wir sparen uns den Brunnen. Das wird schon. Wir brauchen nur Vertrauen. Zack, siehst du, habe ich doch gesagt. So, jetzt pass auf. Ich weiß, dass daneben
Habe ich irgendwo noch so einen Unterstand gesehen? Nicht einen Unterstand, sondern... Ach, guck mal, da ist auch noch was. Also da drüben, so, jetzt pass auf. Aber wenn ich jetzt da runterhupfe... Geht ja gar nicht. So. Daneben steht meine Freundin und glotzt mich blöde an. Und dann dachte ich glotz mal blöd zurück. Hat sie Hallo gesagt. So. Ich sag euch, Liebe ist was Schönes. Also wir suchen, grundsätzlich suchen wir hier noch Müll. Vielleicht finden wir noch ein bisschen. Wir könnten hier jetzt aber auch runter zu Cass gehen. Das machen wir noch irgendwann. Und da hoch muss ich auch. Irgendwie. Wir haben viel vor heute. Okay, aber hier... Also ich gehe mal am Rand entlang und schaue mich mal um, weil irgendwo konnte man da noch runterhupfen. Hm, da nicht. Ah! Gucke, da ist... Das ist das letzte Pilzding. Da drüben ist auch noch irgendwas. Ich gehe mal runter. Jetzt muss ich aber hin. So, Moment. Was habe ich gekriegt? Papageien-Saftling-Pilzprobe für Toff. So, gut. Können wir machen. Aber erstmal hier hoch. Hier rüber. Und jetzt gucken, was das da ist. Was ist das da? Noch irgendein Stein oder so? Ich weiß noch nichts mit den ganzen Steinen anzufangen. Hübsch grünes Juwel für Abenteuerlust. Ich habe keine Ahnung, für was die gut sind. Hallo Bienchen. So, pass auf, wir werden Folgendes tun. Wir fliegen darüber und gehen hinten in den Wasserfall. Hoppala. So, soll man nochmal fragen, wie es mit ihm läuft und, Dingens, weiß schon. Hi, wie geht's? Bin immer noch mit der Lieferung für Greg beschäftigt. Ja, das ist ein schwieriger Fall. Alles klar, danke, Donat. Tschüss. So. So, gucke, ich muss mich hinter den Wasserfall. Und so Cass. 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 Käsebrötchen. So, und ich hoffe, dass damit dann auch das Briefgedönse beendet ist. So. Ah, bonjour, petit scout de mail. Hi, Cass. Wow, hast du das gemacht? Was denn? Ja, hab ich. Es ist wunderbar, Cass. Merci. Was hältst du wirklich von dieser Arbeit? Ist es zu viel oder vielleicht zu wenig? Ich find's wunderschön. Es erzählt eine Art Geschichte. Was für eine Geschichte steht denn drin? Die Story von, Oh, die Nummer mit der Dusche und hinter den Ohren waschen nicht vergessen. Das sagt es mir zumindest. Interessante Analyse. Ging es nicht darum... Nicht wirklich. Ich habe noch nicht mal Ohren. Ups. Über Kunst muss ich wohl noch eine Menge lernen. Aber du wirst viel besser werden, wenn du es Leuten zeigst. Weißt du was? Du hast recht. Danke, Petit Scout. Ich werde jetzt noch verbissener zeichnen. Ich werde der beste Künstler, der ich sein kann. Bei unserem nächsten Treffen wird es keinen Zweifel mehr geben, worum es bei meiner Arbeit geht. Meine Augen sind offen und reif für die Suche. Perfekt. Lass es so. Warte, Moment. Hast du Rene meine letzte Arbeit schon gebracht? Oh Mist. Ich wusste, dass da was war, was ich tun sollte. Bis später. Und ich werde dafür sorgen, dass es viel zu sehen gibt. Laber nicht, ich habe ihr die gebracht. Und über was haben die geredet? Was für ein Kunstwerk, der hat gar nichts gemacht. Riecht nach Farbe und einem Hauch von Vanille. Und Rose? Ein Hauch von Lavendel? Oh, du scherzt. Nichts zu riechen hier, außer Farbe, mein Freund. Ein wahres Universum von Farbtönen. Ich esse, schlafe und atme Farbe. Ey, Kumpel, atme mal tief durch. Warte, nein, nicht. Ich meine, vielleicht legst du die Farbtuben mal eine Sekunde zur Seite. Ich habe einen Brief und gute Neuigkeiten. Irene nannte deine Arbeit ein Meisterwerk und Kiki hat's aufgegessen. Nicht buchstäblich, keine Sorge. Ein Meisterwerk ist signiert und auf dem Weg, in Bares verwandelt zu werden. Naja, leider nicht signiert von dir, aber das ist wahrscheinlich besser. Das wäre wie eine Signatur unter... Ja. Das ist illegal. Mir egal. Ich hab's nicht signiert. Ich habe den Tod des Ego erfahren, mein Freund. Ich brauche keine irdischen Besitztümer oder Wertschätzung. Ich muss einfach etwas schaffen.
Geht das klar, wenn ich hier einen großen Frühjahrsputz veranstalte? Nein. Pass meine Glitzerklunker nicht an. Ja, genau. Ich denke, du brauchst ein Nickerchen. Vielleicht etwas Wasser. Kein Farbwasser. Mon Dieu, Nickerchen hört sich eigentlich sehr nett an. Ich Schäfchen zählen. Keine Sorge mehr über die Arbeit. Die Kreation kann auch bis morgen warten. Du wirst immer noch du selbst sein, rein intuitiv und wunderbar. Dann aber auch mit einem klaren Kopf. Oh mon Dieu, dieser Monolog hat Wunder gewirkt. Ja, war zum Einschlafen langweilig. Wow, ich kann nicht glauben, dass du mich so beleidigst, du Stinkekrähe. Ja, ja, witzig. Ja, danke für die lustigen Zeiten, Cass. Ich sollte danken für alles, was du heute getan hast. Hier bitte. Merci beaucoup, petit scout de mail. Direkt von Herzen. Also, riech dich später, Stinkekrähe. Riech dich später, Pilzbuddy. Um was ging's denn jetzt? Katzmatratz. Sacre bleu. Woher kennst du meinen ganzen Namen? Echt jetzt? Dein Name ist Katzmatratz? War ein Witz. Aber wenn du magst, kannst du mich so nennen. Katzmatratz. Katzma. Eigentlich nicht. Es hat nur beim ersten Mal Spaß gemacht. Ja, aber echt, ey. Katzmatratz. Also. Da muss ich schon hin. Da, gell? Irgendwie so. Hä? Wieder verlaufen. Was? Hilfe! Ich finde nicht mehr raus. Also da kam ich her, oder? Hat er den Eingang zugemacht? Bin ich jetzt da doof? Achso, da. Ah, okay. So. Also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was das gerade soll. Dieses gesamte Gespräch. Es ist schlimmer als Söckchen. Bei Söckchen, ne, ist eine Ausländerin. Da ist halt so, ne? Man kann nicht zusammenreimen, was los ist. Aber das eben, ich glaube, der hat zu viel Farbe geschnüffelt. So, wir gehen jetzt aber erstmal den Pilz abgeben. Das geht ungefähr so. Mann, juckt mir dir Zinken, hey. Moment, ich muss mir die Nase kratzen. Oh, da gibt's bestimmt Geld. Ah, so. Wir gehen zurück zu dem Fledermausvieh und geben den Pilz ab. Das letzte Pilzding, dann haben wir das auch geschafft. Hoffe ich doch. Und dann. Ja, dann reicht's auch mit dem Spiel, oder? Dann gehen wir mal gucken, wer Greg ist. So. Boomstick. da hinten ist der Pilzmann. Alles klar. Flitz, du Luder. Was? Nee, nee, alles klar. Habt ihr euch verhört. Dahin. So. Ja, ja, dann guck doch das Brett an. Jetzt gucke. Zack, Probe zustellen. Abzeichen Mykologie. Alles Pilz, alles pilzig. So, super. Ja, ja, komm, lass gut sein hier. Alles klar. Und jetzt anlabern. Wenn das nicht mal mein Lieblingsassistent ist. Ah, wenigstens kannst du nach all diesen Pilzen noch sehen. Wie könnte ich nur jemanden vergessen, der so nett und hilfsbereit ist? Sag mal, Peter, wie heißt die Eule denn? Die Eule? Sei nicht so schüchtern. Die dreieugige Eule, die auf deinem Kopf sitzt, wie heißt sie? Topf? Das ist keine Eule, oder? Nee. Oh je. Ich werde hier einfach eine Weile sehr leise chillen, bis es aufhört, mich anzusehen. Mach das mal besser. Will da hoch. So. Also. Wir gehen jetzt dann wieder hoch. Dann hüpfen wir wieder zu... Keine Ahnung, wie sie hieß. Hier habe ich das immer gemacht. Das ist aber auch immer vergesse hier. Irgendwo war... Da. Genau, so, oder? So irgendwie war das doch. So. Hallo. Ah, da. Ich vergesse es jedes Mal. Es ist ein ganz kleines Spiel, ne? Mit einem kleinen Level und so. Ich kann mich auch in kleinen Level verlaufen. Ich brauche keine großen Level. So.
Da hoch, da hoch, darüber. So. Dann darüber. So. Und jetzt... So, dann liegt hier halt noch irgendwo Müll rum. Wenn sich der Müll mir nicht zeigt, da hat er halt Pech gehabt. Ich sehe keinen Müll. Außer den da oben. Und da komme ich nicht hin. Weil... Ja, komm, ich probier's zumindest mal. Ja, komm. So vielleicht. So. Und so. Ich schaff's halt nicht bis darüber. Wie soll das gehen? Da, guck. Und nicht mal annähern. Das ist eine Batterie. Ach so, so vielleicht. Hä, hey, was ist denn das für ein gutes Sprungverhalten hier? Reicht nicht. Was Höheres gibt es hier aber auch nicht, außer das da drüben. So. Aber es reicht immer noch nicht, oder? Nee, es reicht nicht mal annähernd. Nee, komm, lass gut sein. Also, boah. Also, oh, joi. Ja, es ist ein cozy Game. Komm, ich auf dir landen. Zack. Kann ich. Er lacht sich wie ins Fäustchen hier. Was ist das da? Ein Spaten. Ja, es ist ein cozy Game und das soll cozy sein. Es ist kein Jump'n'Run-Plattform-Gedönse. Und das ist gut so, weil das Sprungverhalten ist sehr floaty. Das muss man wirklich mögen. So, ich gehe jetzt aber zu Greg. Zumindest versuche ich's. Wie war das nochmal? Hier irgendwie hoch. Kann ich dir mal kurz auf den Kopf hüpfen? Danke. Ja, so wir dann zu diesem Thema. Okay, wie habe ich das hingekriegt? Ich habe keine Ahnung mehr. Hier vielleicht und hier. Ah, hier sind Pilze. Pilze sind immer gut zum Springen. So. Okay, das ging nicht gut. So. Das ist gut. Hat mir was gebracht? Nee. So, ich würde mich übrigens sehr freuen, jetzt mal was in privater Sache, wenn meine Freundin aufhören würden, meine Katze zu nerven. Das nervt nämlich wie Sau. Die eine nervt die andere. Die muss genervt werden, sagt sie. Okay, die muss genervt werden, ja. Wer kennt es nicht? So. Das habe ich doch aber letztes Mal deutlich eleganter irgendwie hingekriegt, oder? Ach, das ist doch egal. Eleganz ist was für Anfänger. Guck, das geht hinten und vorne nicht. Boah, ey. Ah, oh, ist das ein Klabüsterkack. Was auch immer das ist. Oh. Ah, ich weiß wieder. Hier drauf. Und dann... Oh, Junge, ist das doof. Boah, ey. Ne, echt jetzt, also, oh. Dann macht ein cozy Game. Oder was ist eigentlich cozy für ein dummer Name? Nenn's doch gemütlich. Dann mach ein Gemütlichkeitsspiel, wo du gemütlich spielen kannst und nicht so eine schlecht unausgegorenes Jump'n'Run-Dingens drin hast. Das ist einfach nicht gut. So. Yeah. Okay, du Frosch. Alles klar. Hey, Jim. Ich habe alle Abzeichen, die ich brauche. Wunderbärchen. Und du hast alles erledigt, was du wolltest. Nachdem du bei Greg warst, wirst du wahrscheinlich sofort wieder gehen. Mail Scout Protokoll und all das. Ja, ja, werde ich meine Lieferung auf jeden Fall zu Ende bringen. Bla, bla. Wenn du bereit bist, gleite einfach mit dem Auftrieb von der heißen Quelle bei meinem Haus hinauf. Ich habe es gerade geöffnet. So, dass du jetzt hinübergleiten kannst. Ja, ja, easy peasy. Und dann einfach den Weg durch den überwucherten Busch suchen.
bist auf dem richtigen Weg, solange es nach oben geht. 20. Du kannst die Höhle von Greg nicht übersehen. Sie ist ziemlich groß. Naja, weniger easy peasy. Aber nicht unmöglich. Ja, ja, ja. So. Also. Ach. Okay. Wir gucken uns also um. Wie hoch geht denn das? Ich glaube, da hinten hin, oder? Ich gucke mich da erstmal um. Ich flieg besser darüber. Ah, gucke, das hat gereicht. Ah, so, gut. Ah, gibt es hier noch irgendwas zu finden? Nee. Kadoin. So, ich habe jetzt aber auch gar keinen Bock mehr, irgendwie was zu suchen. So. Also irgendwie nach oben, hat er gesagt. Komm ich denn hier nach oben? Kann man da vielleicht weiter hochgehen? Oder neben so irgendwie? So, guck. Oh, was gibt's hier? Teich. Ein paar Pilze. Ich dachte hier so, da hochgehen, weißt du? Ja, so ungefähr. Ah, siehst du, hat funktioniert. So, also Pilz. Ja klar, Pilz. Ja. Mau. Mau, mau, mau. So. Also, und hier geht's jetzt weiter hoch. Weiter hoch, hat er gesagt. So, auch das hier ist nicht so schwer zu übersehen. Guck mal, Lola, lila, la. Ist das Schnee oder ist das Pilzzeug? So, nochmal bitte. Also, ich muss da hoch. Heute noch am besten. So. Jetzt hat er es geschafft. Also. Ist das eine Bärenfalle? Wir werden es nie erfahren, weil ich da nicht hingehe. Oder doch? Sieht aber gefährlich aus. Hier liegen überall Knochen rum. Nicht, dass der mich jetzt frisst oder so. Da habe ich mir überhaupt keine Lust drauf. Das wäre mal ein krasses Ende. Da ist er. Hallo? Mr. Greg? Ich habe einen Brief für dich. Es ist irgendwie wichtig. Hm. Aufwachen. Meinst du, er ist tot? Wie? Ach, hat auch einen Namen. Vielleicht sollten wir ihn zur Probe mal mit einem Stückchen anpieksen. Das ist eine gute Idee. Ja, okay, okay. Ich will den Bär nicht ärgern. Meinst du, er ist im Winterschlaf? Was ist das? Oh, wie ein Supernickerchen. Das ist okay. Wir warten einfach, bis er aufwacht. Verran. Was? Bzz, bzz, bzz. Naja, für wie lange denn? Bzz, bzz, bzz. Bis zum Frühling? Aber dann kann ich den Brief heute nicht zustellen. Bzz, bzz. Wollen wir es gut sein lassen? Absolut nicht. Jemand anderes könnte es sich schnappen. Das ist nicht die Mail-Scout-Art. Ich möchte Janet nicht um Hilfe bitten. Bzz, bzz. Also gut, ich mag's. Janet ist sicher noch am Lieferwagen. Ja, komm. Ach, guck mal da unten. Was sind wir denn hier überhaupt? Ich hüpfe mal ein bisschen auf den Bären rum. Gadoing? Nicht Gadoing? 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 Ey, du! Hey, du Bär. Hm. Der Bär mag mich nicht. Der mag zumindest mal nicht aufstehen. Ja. Ja, komm. Wir gehen jetzt dorthin. Schönes Bild, komm. Ein schönes Bild, so. Wir gehen jetzt dorthin und, ja, hopp, komm. Fieses on it. Gehen wir halt zu Janet. So, pass mal auf. Runter. So. Ich sage da rüber. Upsi. Dann stürzen wir halber ab. Wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, guck mal. Ja. Ah.
Bogadoing. Oh. Wie, oh. Ich dachte, Janet wäre hier. Sie war hier, als ich weggegangen bin und schien nicht die Absicht zu haben, sich zu bewegen. Was ist das, Bee? Kannst du riechen, wo Janet war? Ich hätte keine Ahnung, dass Bienen riechen können. 100 Mal besser als ich? Wow, okay, er schnüffelt den Weg, Detektiv Bee. Die ist bestimmt hoch zum Bären. Nee. Überraschung! Warum? Hä? Glückwunsch zu deinem ersten abgeschlossenen Auftrag. Das ist nett von euch allen, aber... es tut mir so leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich habe Greg den Brief nicht zugestellt. Es tut mir so leid. Kann ich mit dir reden, Peter? Es tut mir so leid, Janet. Bitte sei nicht böse. Ich bin dir nicht böse. Warum nicht? Ich habe versagt. Ich kann nach sowas nicht zurückkommen. Alle Scouts werden denken, dass ich ein Betrüger bin. Manchmal müssen wir einfach scheitern, um daraus zu lernen, weißt du? Nein, ich weiß es nicht. Diese Lieferung musste gut laufen. Warum? Was ist mit all den anderen Briefen, die du bis jetzt zugestellt hast? Glaub nicht, ich hätte dich nicht im Auge behalten. Ja, weil es mein Auftrag war. Die Ausführung meines ersten Auftrags muss perfekt sein. Was passiert, wenn du versagst? Ich weiß nicht. Alle werden von mir enttäuscht sein und denken, dass ich kein richtiger Mail Scout bin. Es wird mich ruinieren. Soll das heißen, dass ich auch kein echter Mail Scout bin? Ja, hast du jemals einen Auftrag nicht ausgeführt? Yep, viele Male. Also die will ich nicht als Briefträgerin haben. Einmal habe ich die Adresse falsch gelesen und die Post landete am Nordpol. Ja, echt jetzt? Ja, manchmal vermasselt man's. Aber manchmal geht etwas einfach nicht so, wie du es dir wünschen würdest. Ist voll okay zu versagen. Es passiert nur gelegentlich und wir lernen daraus. Danke, Janet. Das gibt mir ein besseres Gefühl. Keine Sorge, Peter. Wie wär's, wenn du jetzt die Party genießen gehst, die alle für dich organisiert haben? Komm und rede nochmal mit mir, wenn du bereit bist, abzuzischen. Okay, Mr. Boss. Mrs. Boss. Erstmal gucken. Ach, guck mal da. Oh, ach, die sind glücklich. Dann lassen wir sie mal alleine glücklich sein. Und mit dir, alles klar? Hey, Jim. Sieht aus, als hättest du es bis ins Tal geschafft. Oh, hey, Peter. Ist okay, die besten Sets sind die, bei denen die Menge auf die Bühne kommt und unterbricht den Künstler. Entschuldige. Nee, schon okay, wirklich. Ich glaube, ich muss ein wenig daran erinnert werden, dass es andere Leute gibt. Es ist schön, einmal ein Publikum zu haben. Auch wenn einige mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein scheinen, als mit dieser himmlischen Musik. Ja, undankbar. Ja, da hast du recht, ne? Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte, Peter. Jetzt muss ich mich wieder meinen musikalischen Pflichten widmen. Es ist wirklich schwierig, gleichzeitig zu spielen und zu sprechen. Ich hänge hier an einem seidenen Faden. Okay. Hals- und Beinbruch. Ja, würde ich lieber nicht. Tschüss. Na du? Kiki? Alles klar? Oh, du. Das ist deine Party, oder? Das wurde mir gesagt. Schätze, du bist hier jetzt der dicke Macker, hä? Denkst, du bist was ganz Besonderes. Hör mal zu, mein Freund. Dieses Schatten ist nicht groß genug für uns beide. Und dieses Kätzchen hat Krallen. Bevor du weitermachst, ich will einfach nur, dass du weißt, ich habe wirklich ganz schön Angst. Sogar am Zittern. Dein Ton gefällt mir nicht, Peter. Ich zeig's dir, wenn ich endlich mein... Mist. Was war das nochmal? Eine Einlage? Yep, das war definitiv eine Einzahlung, für die du unterschrieben hast. Sonst nichts. Sicher, dass du es an die richtigen Leute geliefert hast? Ich will jetzt meine Stacks. Es ist richtig zu den richtigen Leuten gekommen. Zwinker. Du hast laut Zwinker gesagt. Jo, was ist damit? Wenn ich endlich die Einzahlung habe, kaufe ich die Firma, für die du arbeitest. Okay, wir sehen uns, zukünftiger Boss. Wirst du nicht tun, du Lull. So. Ist da was? Ihr macht jetzt mal schön Party. Wer bist denn du? Ach, guck mal. Von hinten sieht er aus, als hätte er lange blonde Haare. Was hat er denn in der Hand hier? Keine Ahnung. Ach, der hat was zu essen mitgebracht. So, alle hier ordentlich am Abdancen. Wieso bist du so alleine? Hallo? Ach, die schläft noch. Ist da jemand drin? Das arme Häschen muss von der ganzen Aufregung erschöpft sein. Schlaf gut, kleines Häschen. Ja, sie wartet immer noch, bis die Sterne aufwachen. So, ist jetzt auch gut. Wir lassen die mal ordentlich Party machen. Party ist ein voller Erfolg. Alles amüsiert sich, außer der blöde Kater da hinten. So. Hier, Janet. Bereit loszulegen? Junge Dame, bitte.
Yep. Bist du ganz sicher? Es gibt kein Zurück. Sprich mit mir, wenn du wirklich fertig bist. Laber nicht. Ich bin bereit, loszulegen. Klar. Fühlst du dich besser? Yep. Danke, dass du mir zugehört hast. Kein Thema, Junge. Ich bin ein Mädel. Wir alle brauchen manchmal ein wenig Unterstützung. Ich habe immer noch ein wenig Angst, es im Mail-Scout-Hauptquartier zu erzählen. Aber das wird okay sein. Yep. Alles wird gut sein. Sie wissen, dass Lieferungen nicht immer plangemäß laufen. Wir können einfach wiederkommen, wenn Greg seinen Winterschlaf beendet hat und es erneut versuchen. Und dann bin ich besser vorbereitet. Ganz genau. Wie ich gehört habe, hast du heute 46 Zustellungen erledigt. Holla. Naja, war nicht immer leicht. Aber ich bin so froh, dass ich heute allen helfen konnte. Ja, leider wegen der Sache mit Greg so. Ja, die Vorgesetzten können dir dein offizielles Mail-Scout-Abzeichen jetzt noch nicht geben. Aber mach dir keine Sorgen, Junge, Frau. So. Ich bin inoffizieller Mail-Scout. Cool. Ich habe hier einen für dich. Einen Abzeichen. Ja, Janet. Hast du auf der Arbeit geklaut? Ich rufe jetzt sofort den CEO der Post an. Nein. Ich habe dir eins gemacht. Weil du für mich ein echter Mail-Scout bist. Hoi. Ho. Peter, wirst du etwas sagen? Janet, du bist die beste Mom, die sich ein Boss wünschen kann. Nein, warte. Der beste Chef, den ein Scout haben kann? Nee. Du weißt was, egal. Ja, ist egal. Ich muss nicht perfekt sein. Danke, Mom, Boss Janet. Du bist nicht mein Kind. Weißt du was? Egal. Lass hören, Scout. Sag, was du sagen musst. Ich bin ein inoffizieller Mail-Scout, Baby. Ui, kommt jetzt ein Abspann? Kreiert von... Ich muss mal gucken, wer hier die Übersetzung gemacht hat. So. Also, jetzt kommt ein bisschen Abspannmusik. Uiuiuiui. Also entweder hat das nur eine Person gemacht oder fünf. Kayla Van der Dale. Appelmoos. jetzt läuft da schneller der Abspann. Ich wollte gerade sagen, wenn der Abspann so langsam läuft, dann waren wahrscheinlich nicht viele Leute dabei. Egal. So. Wir haben es geschafft. Aha, die machen da Holz. Also. Resümee. Ui, die Übersetzung war definitiv nicht ein Mensch, der da übersetzt hat. Wenn es ein Mensch war, dann konnte er nicht gut Deutsch und hat dabei getrunken oder andere Substanzen zu sich genommen, weil die war ja wirklich manchmal sehr verwirrend. So, generell, ja, es ist halt so ein cozy Spiel. Kannst du mal so nebenher wegsnacken in 2 Stunden? Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ich habe keine Ahnung, deutlich länger als 2 Stunden, ist ja auch egal. Eventuell hätten sie ein bisschen was am Sprungverhalten machen sollen. Das Sprungverhalten war halt wirklich für das, wo man dann doch öfters mal hüpfen musste. War ein bisschen, wie gesagt, zu schwammig, fluffig, floaty, sagt man. Ja, aber für das, was es war, war es okay. Ja, zumal ich das, glaube ich, in einem Humble Bundle gekriegt habe irgendwie für ein paar Euro mit 3-4 anderen Spielen sowas. Unter anderem mit Bear and Breakfast. Was meine holde, mir angetraute Frauending gespielt hat oder spielt oder so und hat dann auch zum ersten Mal selbst geschnitten. Beziehungsweise ist da noch dabei, das Video zu schneiden, seit ungefähr einer Woche. Also nicht, dass sie jeden Tag dran sitzt, eigentlich überhaupt nicht, eine halbe Stunde bisher oder so, aber sie kriegt es irgendwie nicht fertig. Aber kommt dauernd und sagt, ja, das lade ich dann irgendwann noch hoch, wenn ich fertig geschnitten habe. Ich weiß nicht, was da viel zu schneiden gibt. Machst vorne eine Blende, damit es hell wird, machst hinten eine Ablende und gut ist die Sache. Ja, hat er ohne Kamera gespielt. Oh, guck mal. Schälchen ist erster geworden. Brasilianisches, Portugiesisch von irgendwas, Japanisch. Aha, Koreanisch. Okay, ich bin weiter gespannt. Spanisch. Ob man irgendwann, habe ich jetzt das Deutsch verpasst? Scheint so. Ja, wahrscheinlich. Deutsch von Google-Übersetzer von 2001 oder so. Da war er noch richtig schlechter Google-Übersetzer. Besonderer Gedank gilt... Moment, war das nicht die selbst, die Janet Van der Dale irgendwas? Dankt die sich jetzt selbst? Ah ne, das ist was anderes wahrscheinlich. Schwester, Tochter, Bruder irgendwas. Oh weh, da guck. Hat sie rausgefunden, dass irgendwas nicht stimmt.
Mirel Kiesewetter. So. Ja, ich denke mal, dass da diese Bilder, die hier fehlen, ja, ich habe ja noch ein paar Sachen, waren ja noch offen. Ich musste noch ein bisschen Müll sammeln. Und, also Müllboom musste ich noch sammeln. Was war denn noch, was wir machen mussten? Ich weiß gar nicht. Das Müllsammeln kann ich mich erinnern. Ah ja, die Kronkorken muss ich irgendwas machen. Ich wusste gar nicht, wen ich die geben soll. Irgendwas habe ich verpasst. Von der Mäusemama habe ich noch ein Kind, und zwar das Kind, was sich für Steine interessiert. Da habe ich noch kein Bild gekriegt, soweit ich weiß. Hätte ich noch machen sollen. Habe ich nicht. Hab einfach keine Lust mehr gehabt. Also so, ja, ist ein nettes kleines Spiel. Und irgendwann ist es halt auch gut, ne? Nicht, dass das schlecht wäre. Ich bin ja froh, dass es so kurz ist. Kurze Spiele, feine Sache. Wenn es dann aber, du kannst selbst kurze Spiele noch anfangen zu strecken unnötig. Und das war halt kurz davor. Es war jetzt noch nicht schlimm irgendwie so gestreckt oder so, aber so ein bisschen, wo du dann merkst, ja, ist jetzt auch wieder gut. Was ist denn? Katte. Keine Ahnung, wer ist denn das alles? Ach, das sind wahrscheinlich die Supporter oder sowas, wo, keine Ahnung, Kickstarter. Ich habe natürlich nicht mitgelesen, weil ich da irgendwie Abspann lese oder was. Sag mal, ist das eigentlich da ein Fleck da unten? Nee. Sorry, aber da unten in der Mitte, das Gelbe da. Das sieht schon seltsam aus. So. Victor Vampire Montes. Was denkst du, wie viele Deutsche das da finden? Irgendwie ist mir aufgefallen, dass wenn so Kickstarter-Dinger sind, ich weiß nicht, da sind immer so viele Deutsche drin. Also hier sehe ich jetzt noch nichts, was mir jetzt direkt als Deutsch ins Auge sticht. Eigentlich sogar gar nicht. Aber nach was ist denn das sortiert? T, S, V, G, S, L, A. Irgendwie seltsam. Oder nach Wanse. Sind das überhaupt Spenden? Ich meine, ich glaube nicht, dass so viele Leute am Spiel mitgearbeitet haben. Ich habe mir gerade einen Splinter aus der Tasche geschoben. Ein Splinter. Eine Ninja-Ratte. Patrick Powernapman Meyer. Kann auch Patrick sein. Powernapman. Das hört sich irgendwie gut an. Marcel Schmaderer. Das hört sich sehr deutsch an. Schmaderer. Bumblebee 8098. Naja. Das war ein bisschen schneller. Ich will das schon. Ey, guck mal, ich werde müde, wenn da nur Laufschrift ist und die Musik. Ich will das schon. Also, ich meine, ich könnte ja hier, guck, ich könnte ja hier überspringen. So. Also, das seht ihr gar nicht. Ich will aber jetzt nicht überspringen. Wir sollen ruhig alle gehuldigt werden. Meine Freundin macht komische Geräusche da drüben. Mann. Ich muss mal mein Mikrofon so einstellen, dass das mal so als Raummikrofon. Ihr würdet euch wundern, was ich hier. Ich sitze hier mit Kopfhörer auf, weißt du? Das Krasse ist bei meiner Freundin. Ich sitze da und sag so, ich nehme jetzt halt auf. Ja, okay, kein Problem. Dann macht sie den Fernseher ein bisschen leiser oder so. Es ist schon seelisch, meine Freundin. Und dann geht's halt so, weißt du? Und sobald die Kopfhörer auf meinen Ohren sind, fängt sie an zu labern. Und also mit mir. Ach ja, und übrigens und tralala hin und her. Vorher noch gefragt, ist noch irgendwas? Willst du noch ein bisschen erzählen? Soll man noch, was war denn auf der Arbeit so? Nö, nix. Alles super. Aber wehe, ich zieh mir Kopfhörer auf, da geht's los. Ich weiß nicht, irgendwie verwechseln die da was. Das ist so komisch. So. Sag mal, wie lange geht das? Komm, jetzt reicht's mir aber hier. Zack, überspringen. Ich kann nicht überspringen. Doch. Ja, mach hinne. Irgendwann ist auch mal wieder gut. Ach so. Jetzt ist wirklich einfach rum. So, Spiel ist rum. Okay. Bis ich das nächste Video hochlade. Keine Ahnung. Tschüss soll das heißen.
Wiu, 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 ja. Tschö.